Alles klar, Fußballfreunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fußballtalk hier auf GottiLP. Hallo ihr YouTuber da draußen. Hallo ihr Podcast-Hörer da draußen. Wir alle zusammen rufen Anne. Nein, das war ein Insider, den hatten wir gerade besprochen. Wir fangen heute mal mit was Unbekannten an, damit ich es nicht wieder vergesse. Und der Jab trifft nämlich jetzt auch hier ein, der Jab. Pass auf, es gab wieder mal eine Strawpoll-Umfrage und es wird auch wieder eine geben. Ja, sobald ihr diese Folge hört, schaut in die Kommentare hier auf YouTube. Ich weiß nicht, wie es bei den Podcast-Zuhörern ist. Vielleicht kommen die Podcast-Zuhörer auch einfach mal ganz kurz auf das YouTube-Video rüber, bringt einen Klick, lassen noch einen Daumen nach oben da, jawohl, und kriegen dann den Link präsentiert zur Abstimmung. Ich weiß nicht, wie die nächste Frage oder der nächste Strawpoll lauten wird. Ich kann euch nur sagen, wir besprechen jetzt das Ergebnis des letzten Strawpolls, denn sonst bekomme ich wieder Ärger. Also, die Umfrage war... anlässlich der aktuellen akuten Situation vom Ballspielverein Borussia aus Dortmund, die Frage an euch, ob der BVB die Qualifikation für die Champions League verspielen wird. So. Ja, gab auch ein paar Votes, nicht so viel wie letztes Mal, aber es gab ein paar Votes. Am meisten haben tatsächlich 7 Votes gab es für Nein, da sich der BVB mit Mühe und Not doch noch qualifizieren wird. Nach dem letzten Spieltag bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ein Vote für Ja, der BVB... Ja, da der BVB weiterhin nicht konstant genug Spiele gewinnen wird. Das klingt doch eher nach dem BVB. Oder ein Vote auch für Ja, da die Konkurrenz am Ende nur ein wenig besser abschneiden wird. Ja, für mich ist es... Ja. Oder Ja, da die Konkurrenz einfach gerade zu stark ist, hat auch ein Vote. Keiner gewotet hat Nein, da sie durch die erneute Niederlage endlich wachgerüttelt werden. Oha. Okay, keiner glaubt also daran, dass die erneute Niederlage oder erneute Liga oder zum Beispiel jetzt am Wochenende war es ja eigentlich eine gefühlte Niederlage. Keiner glaubt daran, dass das die Mannschaft wachrüttelt. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch abgestimmt, ich sag nichts wofür. Bolti hat übrigens auch nicht abgestimmt, aber er hat hier in die Kommentare geschrieben, mir fehlt der Punkt, ja, weil Favre weg ist und BVB-Fußball endlich wieder anschaubar ist. Und da reden wir gleich drüber, Bolti. Da reden wir gleich. Bruder, nee, ich muss Sch reinbringen. Bruder. Bolti, ich will gleich mit dir darüber reden. So, wir fangen an. Ihr hört schon, also der Bolti ist da, der Fabi ist da, der Jeb ist gerade noch gekommen und der Dennis ist da. Der Puffy ist da zu spät. Wir nehmen um 20 Uhr auf. Einmal in die Kommentare, Hashtag Weichspüler oder irgendwie sowas. Ja? Waschlappen oder irgendwie sowas. Lasst euch was einfallen. Und der Tonno, weiß ich gar nicht, ob der arbeiten ist oder der hat ja gerade geschrieben, er ist raus heute. Wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Ich muss dazu sagen, ich habe auch wieder nicht viel gesehen. Ich habe ein bisschen vom Frankfurt-Spiel noch gesehen. Das Berlin-Gelsenkirchen-Ding habe ich mir gar nicht angesehen, weil ich schon ahnte, was passiert. Ja. Union ist gerade auch nicht gut drauf. Sonst wäre es eigentlich hier alles auf Horst. Aber Union ist momentan auch eher... Ja, holen ihre Punkte noch, aber so richtig gut ist das nicht mehr. Egal, wir fangen einfach mal an. Ihr habt ja alles gesehen. Leipzig gegen Augsburg. Wer hat's gesehen? Freitag. Ja. Ich habe ein bisschen was. Der Bolti. Ja. Aber ich habe mich eigentlich amüsiert gefühlt. Grund dessen war eher nicht, weil das Spiel mich so erheitert hat, sondern weil ich über viele Szenen im Nachhinein immer noch ein bisschen ratlos bin. Also wenn wir gerade mal das 1-0 angucken, das war ja das Elfmetertor durch Dani Olmo. Vorausgegangen war ein Foul von Luis Oxford an, war es ein Kunku? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir die Szene, ich glaube ungelogen, inzwischen 15 bis 20 Mal angeguckt. Und ich sehe bis jetzt immer noch bei weitem kein Foul und ich tue mich sogar noch schwerer, überhaupt einen Kontakt zu sehen. Der für einen Foul ausreichend gewesen wäre. Also für mich... Ich gucke jetzt. Ich mache jetzt einmalig mal was ich noch nie gemacht habe. Ich gucke jetzt, nur für den Bolti. Jetzt gut. Ganz schnell auf leise, sonst hört ihr die DAZN, die Bundesliga-Intro. Bundesliga, so, Leipzig betritt den Rasen. Ja. Das ist nice. Mit ganz also, voller gesagt, Musik. Für mich überhaupt kein Elfmeter. Ich weiß auch nicht, warum der VAR den nicht zurückgenommen hatte. Ganz allgemein kann man ja auch sagen, also was jetzt in den letzten 2-3 Wochen, was ich gesehen habe, an
absolut fatalen Fehlentscheidungen getroffen wurden. Ob es am Freitag, ich glaube, war es in Kiel oder in Würzburg war. Das ist ja interessant. War in Kiel, ja. Ja, ja. Also, und auch in anderen Spielen, das ist halt echt spektakulär, was da VAR für Fehler reißt. Szene gesehen? Ich gucke gerade, warte mal, ich mache mal eine andere Zeitlupe, weil. Ja. Er hat ja erstmal hat er mit dem Spielzug relativ wenig zu tun, außer dass er dann vielleicht den Abpraller. So, mal gucken von hier. Da kommt der Schuss. Hä? Yep. Da ist nix! Ja, also ich tue mich da, deshalb sage ich ja, ich tue mich da schwer überhaupt. Tritt er in einer Fußspitze rechts? Warte mal. Also vielleicht ist ein Millimeter. Ich weiß es nicht, ich sehe da gar nichts. Minimaler Kontakt da, aber für mich ist das halt nie im Leben ein Elfmeter. Jetzt wollen wir nochmal, weil ich ja letztens bei Dortmund auch schon gesagt hatte, wenn er doch die Position hat, besser zum Ball zu stehen. Jetzt ist die Frage. Aber ich sehe halt erstmal keinen Kontakt, auch an der anderen Seite. Eigenartig. Okay, yep. Ich bin auch amüsiert. Ja, ja. Deshalb hat es mich amüsiert. Der Elfmeter war ja dann von Olmo getreten. Den hat er erst verschossen, den hat Giglewitz gehalten. Das Spiel lief dann weiter. Ich glaube, so nach 20, 30 Sekunden wurde das Spiel abgepfiffen. Der Elfmeter wurde wiederholt, weil Giglewitz die Linie verlassen hatte. Ja, hat er. Der, im Interview danach hat er gesagt, dass er das grundsätzlich verstehen kann, aber er fordert, das zukünftig immer abzupfeifen. Aber das muss doch, Entschuldigung, entweder der Schiedsrichter sagt es oder der Linienrichter sagt es oben. Aber ist das eine, und da kommen wir nämlich dann gleich auch wunderbar noch beim ersten Samstagsspiel, was wir gleich besprechen wollen, nämlich zu so einer Nummer, ab wann, bis wann darf ich, warum, weshalb und, interessant. Also ich frage mich halt, also der Linienrichter hat ja nichts anderes zu tun, als eigentlich zu gucken, ob der Ball ins Tor geht. Und der steht ja direkt auf der Höhe. Es kann nicht sein, dass der Linienrichter das nicht ansagt, dass er bei der Parade die Linie verlassen hat. Gar nichts, der Linienrichter macht überhaupt nichts. Ja. Ne, weil zum Beispiel, es gab am Samstag noch ein Zweitligaspiel, da hat der Torwart von Aue 2 Elfmeter gehalten und er war halt jedes Mal stand der noch mit einem Fuß auf der Linie beim Sprung in die Ecke. Und so muss es sein. Es gab ja dann auch noch später den Elfmeter für Augsburg. Und da wurde dann auch, glaube ich, gefühlt 20 Mal hingewiesen, dass Gulaschi alles richtig gemacht hat, weil er bei seinem Sprung noch mit einem Bein auf der Linie stand. Mhm. Also ganz wild. Und, ist die Regel nicht, dass er mit beiden Beinen auf der Linie stand? Nein, ein Bein muss mit einem. Ja. Und vor der Halbzeit hat Leipzig noch das 2-0 gemacht durch Nkunku. Ich tue mich bei dem Tor, um ehrlich zu sein, auch ziemlich schwer. Jetzt nervt er mich gerade. Ich spule vor. Weil beim Pass auf Paulsen, also war ein Steckpass zu Paulsen, ja, steht ein Leipziger Spieler, fragt mich nicht wer, im Abseits. Die Frage ist, ob er alleine durch sein Dasein den Augsburger so im Laufweg behindert, dass es vom Passiven zum Aktiven wird. Da kommt der lange Ball auf irgendeinen RB-Spieler. So, dann. Ja, er blockt ihn ab, ne? Ja, er steht halt komplett im Laufweg. Und Ja. Ist es für mich dann kein passives Abseits mehr. Genau. Für mich ist das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dass da, selbst wenn er gar nicht in die Spielsituation angreifen möchte, aber er steht halt im Laufweg. Irrelevant, ja. Und irritiert den Spieler. Absolut. Letztes Jahr oder letzte Saison oder vorletzte Saison, keine Ahnung, erinnere ich mich, Dortmund, gut, ich gucke meistens Dortmund-Spiele, deshalb kann ich diese Vergleiche mal ranziehen, wurde genau so ein Ding abgepfiffen, weil, ich glaube, Götze, noch im Laufweg eines, das fand alles direkt vor dem Tor statt, okay, aber der Gegenspieler musste um ihn rum quasi laufen, weil ich auch, und er hätte sowieso nicht mehr dran, aber es wurde zurückgepfiffen, weil gesagt wurde, ne, Götze wurde in dem Moment aktiv. Hier sehe ich es dann auch so, ja. Außer der Augsburger in der Mitte, ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht sogar das Abseits aufgehoben hat. Nee, also er stand auf jeden Fall im Abseits der Spieler. Dann ist es amüsant. Aber das waren nicht nur die einzigen zwei Szenen, wo, ich glaube, Kollege 2 hat gepfiffen. Heutzer. Genau. Er hätte, glaube ich, noch sogar vor dem 1-0 sogar meiner Meinung nach eine rote Karte für Augsburg geben können. Da räumt Suchi mit offener Sohle, der Ball ist schon 5 Sekunden weg oder 3 Sekunden, räumt er noch, ich weiß nicht, welchen Leipziger komplett ab. Also wenn er da rot kriegt, darf er sich auch nicht beschweren. Und ja, viele schwache Entscheidungen des Schiedsrichters bei Zweikämpfen, schwache Kartenverteilung, also keine gute Leistung. Am Ende, zweite Halbzeit, war Augsburg meiner Meinung nach deutlich engagierter als in der ersten Halbzeit. Aber am Ende kann man schon sagen, dass
dass gerade nach dem Anschlusstreffer noch mal ein bisschen umkämpfter wurde, aber Leipzig hatte eigentlich alles im Griff, meiner Meinung nach. Ja gut, aber with a little help from my friends, yep, hilft da manchmal auch ein bisschen. Hat noch jemand was zu dem Spiel beizutragen? Ich dachte, ich bin blind oder so, aber wenn ich jetzt Boltis Kommentare zum Spiel anhöre, war es doch nicht so. Für mich ist es auch kein Elfmeter. Erste von Leipzig, also erste Elfmeter im Spiel ist kein Elfmeter. Der zweite von Augsburg ist klarer Elfmeter. Yep. Konaté geht da mit der Hacke hin, hat nichts zu suchen. Ja, das Ding ist halt, wenn du da einen Kontakt hast und Kunku ist aus der Feld und der Spieler fällt und er den Elfmeter gibt, darf der Video Assistant Referee den, glaube ich, nicht zurückziehen. Ich glaube, seit dieser Saison sind die Regeln so. Wieso soll er das nicht dürfen? Weil es einen Kontakt gibt. Und er macht eine Schwalbe. Ja, wenn er die Luft trifft, ja, dann darf der das zurückziehen. Aber wenn dann auch minimal, das ist so dumm, wenn da minimaler Kontakt ist, dann fällt das warum auch immer in eine Grauzone und dann darf der Video Assistant Referee dann nicht eingreifen. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Ich habe den Parallelen ja auch angeschaut. Ja, ich sehe da also keine Berührung. Ja. Ich sehe da auch keine Berührung, das ist das Problem. Dennis sagt das schon richtig. Wenn da irgendwo ein Kontakt da ist, dann darf und sollte... Ich finde das auch Diskussion, aber da war kein Kontakt. Genau, ich finde das auch absolut im Gegenteil zu Dennis, finde ich das in Ordnung, dass der Videoschiedsrichter dann auch nicht eingreifen darf, weil dann steht die Entscheidung auf dem Feld. Aber ich sehe halt wirklich keinen Kontakt und das ist so ein bisschen... Ich habe auch keinen Kontakt gesehen. Das entscheidet, sieht komisch aus, aber ich sehe halt wirklich nicht, vielleicht an der Fußspitze, ich weiß es nicht, aber... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die das in Sky machen, zumindest in der Premier League ist das so, wenn du die Highlights von den Spielen dir anguckst oder wenn du über die Spiele redest, dann zeigen die nochmal 3 oder 4 andere Kameraperspektiven, wo du eine genauere Perspektive zur Situation hast. Vielleicht war da ein minimaler Kontakt und der VR da durfte da nicht angreifen. Kann ja sein. Aber ich habe da nichts gesehen. Übrigens, gut, dass du es sagst. Nur mir aufgefallen oder euch auch? Habt ihr auch das Gefühl, dass Sky sehr wenige Kameras momentan bei den Spielen laufen hat? Also, früher erinnere ich mich auch, dass ich dann irgendwie Zeitlupen bei irgendwelchen Situationen gesehen habe, aus 4, 5, 6 verschiedenen Blickwinkeln. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die haben irgendwie noch eine Normalkamera und eine Zeitlupenkamera. Und das war's. Und oftmals in den Spielen ist es auch so, dass viele Situationen gar nicht gezeigt werden in Zeitlupe. Wo du denkst irgendwie, Alter, ich möchte das gerne nochmal sehen. Aber es kommt und kommt und kommt halt einfach nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das an den Kameras liegt oder ob das irgendwie eine Anweisung in der Regie ist, die da halt zu blöd sind, in der Regie zu führen. Man weiß nicht. Ist aber auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen... Aber es ist ja kein Geheimnis, dass Sky momentan viele Sparmaßnahmen macht und vielleicht gehört es auch dazu. Würde sich decken. Ja, in der Tat. Ja, ich fand auch Leipzig bis zum Gegentreffer klar besser. Augsburg hat auch, glaube ich, mit dem Elfmeter ersten Torschuss gehabt. Und nach dem 2-1, auch wie Bolti schon gesagt hat, war es ein bisschen umkämpfter, aber sah mir bis zur letzten Spielsituation sah es mir nicht so aus, als ob da irgendwie Augsburg weder mit einem Punkt oder wenn ich sogar einen Punkt rausgehen würde. Wenn Dennis über Augsburg-Spiele redet und sagt, bis dahin kein Torschuss, muss man immer vorsichtig sein. kann auch komplett falsch. Das ist diesmal richtig. Diesmal ist richtig. Heiko Herrlich hat Rückendeckung bekommen von Reuter. Hat Rückendeckung bekommen? Weil das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass das Baum ja jetzt schon in Augsburg wieder unterwegs ist oder so. Vielleicht wohnt er dort. Oder wohnt in München oder so. War dort. Ich weiß es ja nicht. Natürlich. Natürlich. Herr Rose wohnt auch irgendwo hier in Dortmund. Ja. Also wie gesagt, Reuter meinte nach dem Spiel, es gibt keine Trainerdiskussion. Okay, dann ist er weg. Verstehe. Ja. Vielleicht könnte man das so interpretieren. Vielleicht könnte man so genauso sagen. Rückrunde lief bislang noch nicht ganz so gut. Oder nach dem Rückstand. Ja, wenn du das. Haben wir doch wenig gegen, also Augsburg ist halt Augsburg. Auch niemand. Ja, aber das Problem ist, da kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Will ja kein anderer irgendwie. Ja, wobei einer hat hier einen überraschenden Punkt geholt, ne? Viele haben da unten einen Punkt geholt. So ist es nicht. Es gab ja 7 Unentschieden. Also ja, das Witzige ist ja, Gelsenkirchen feierte ja auch einen Punkt gegen Union, da kommen wir auch noch zu. Aber alle anderen davor halt auch. Alle das Gleiche. Und das Problem ist halt, du hast einen Spieltag weniger. Ja. Ne? Das ist ja... Und sind immer noch 9 Punkte. Sind immer noch 9 plus 10. Erst
Puffy? Ja. Puffys Torverhältnis Erinnerung, eigentlich sind es ja 10 Punkte. Und das ist in dem Fall absolut zutreffend, weil ich meine, 37, minus 37, um Bielefeld jetzt mal, um die zu nehmen, minus 17, als ja. zweitschlechteste Tordifferenz da unten. Entschuldigung, Mainz hat auch noch, ja. Aber ich meine, was so erreichbar wäre, du musst ja zwei Mannschaften cashen. Yep. Und dann sind das tatsächlich, das sind wirklich dann 10 Punkte. Weil auch wenn du die Punkte holst mit Siegen und keine Ahnung, während die anderen verlieren, dann muss ja schon bei den Niederlagen und bei den Siegen das Ergebnis immer sehr deutlich sein, um diesen Punkte, diese Tordifferenz irgendwie auszugleichen. Ja, du musst halt in drei Spielen, musst du halt, wenn du die gewinnen solltest, 20 Tore aufholen. Also das ist halt schon ein Brett. Ja, oder der andere verliert halt hoch. Ja, aber Bielefeld... Ja, mach du. Gelsenkirchen hat nur einen Sieg und das war 4-0 gegen Hoffenheim. Ja, aber zu denen kommen wir ja gleich noch. Die haben aber, gespielt. Aber, ich weiß nicht, ob jemand noch was sagen möchte, aber ich habe schon Gelsenkirchen-Fans am Wochenende auf Twitter gesehen, die ein bisschen rumgetrollt haben, dass nicht jeder zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen kann. Ja, das ist erstaunlich. Ich finde es auch bemerkenswert. Ich habe es nicht mitbekommen, aber das jetzt, aber ich habe andere Sachen mitbekommen, wo ich mir denke, irgendwie, boah. Den Humor musst du auch haben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mir die Tabelle angucke, ob ich da wirklich dann mit Steinen um mich werfen sollte. Oder mit, in dem Fall wahrscheinlich eher mit Smarties. Warum nicht mit Skittles? Ja, oder sowas. Ja, wenn man im Steinhaus sitzt, sollte man nicht mit Ledern sitzen. Das ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, ob sie es ernst meinen. Gut, Derby ist ja, dann wissen wir auch mehr. Ja gut, dem bleibt nichts mehr anderes übrig. Vielleicht ist es auch einfach nur der Galgenhumor oder ich weiß es nicht. Oder irgendwie. Vielleicht so. Haben sie schon abgeschlossen. Ja, das kann auch sein. Oder das letzte Mal noch. Einige bestimmt, also. Das letzte Mal noch versuchen zu dissen, bevor es dann in die absolute. Ja, Grauzone ist es ja nicht mal mehr. Bedeutungslosigkeit. Bevor sie dann nach Osnabrück und Sandhausen dürfen. Wenn überhaupt. Aber sie kriegen wohl schon sicher die Lizenz für die zweite Liga. Oh! Ja, die das? Wiederbekommen. Wundert euch das. Corona-Regeln. Hat, okay, ich dachte, Zweier hat ja. da entschieden. Nein, aber das sind Corona-Regeln. Ja. Ist ja auch, wenn du jetzt auch Insolvenz als Verein anmeldet, werden ja keine 9 Punkte abgezogen, sondern nur 3. Grüße gehen raus an Oeding. Ja, Oeding. Jeder gewinnt eigentlich gegen Hoffenheim. Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich weiß nicht, ob jemand noch zu Leipzig, Augsburg was sagen wollte. Wenn ja, mir egal. Ja, ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben hier, ihr Jungs. Aber eure Meinung zu dem Spiel. Eure Meinung zu dem... Nein. Wir nehmen die Überleitung und sagen, Dortmund gegen Hoffenheim. Ja, eins der vielen Unentschieden. Samstag gab es ja nur Unentschieden. Ja, ihr habt Glück gehabt, dass Kramaric nicht gespielt hat. Wir haben Glück gehabt, dass Kramaric nicht gespielt hat. So ist es. Ja, ansonsten war halt wieder alles schlecht. Witz macht wie immer seinen Fehler pro Spiel. Ist eine gute Quote, also. Eins pro Spiel. Ein Tor geht immer auf Hitz. Ja. Wird der BVB als nächstes wieder Birki reinnehmen oder nehmen sie dann den jungen dritten Torhüter da rein? Ich bin für unbehauen. Morgen soll er wohl Hitz spielen in der Champions League. Ich weiß nicht, dann was er machen. Das ist ein Fehler. Ist aber auch nicht meine Baustelle, weil ich glaube, Bolti und ich sagen schon seit Jahren, dass Birki kein Stammtorhüter ist und ein Hitz ist ein Ersatztorhüter. Yep. Das ist aber auch okay. Ich meine, Hitz-Vertrag läuft Ende dieser Saison aus. Yep. Der wird dann auch weg sein. Keine Ahnung, was man da macht. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal. Diese Baustelle hätte man schon vor langer Zeit flicken müssen. Ja, 2-2. Dortmund geht 1-0 in Führung durch Sancho. Wann komisches Spiel, beidseitig, weil Dortmund hat da auch viel Raum. Ich habe mich sehr oft geärgert, dass man da nicht mit langen Bällen auf Haaland es öfter probiert. Schrägstrich, bis zum Abwinken und bis zum Kotzen hätte ich lange Bälle gespielt. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass Bebu jedes Mal gegen Hummels oder gegen Akanji im 1 gegen 1 stand. Fand ich komisch. Ich glaube nicht, dass man so dagegen spielen sollte. Aber Hauptsache Farbe ist weg. Ne, Bolti? Er ist weg. Ja. Ja. Und seitdem sind die Spiele wieder richtig anschaubar. Scheiße ist alles nur noch. So sieht's aus. Das ist genauso scheiße wie vorher. Also, ich hab doch jetzt schon einen neuen Trainer für die neue Saison. Ja, da kommen wir ja noch zu.
Ist nicht genauso scheiße wie vorher. Ich find's gerade echt tatsächlich noch ein bisschen. Also, machen wir mal so. Ja, du kannst es anders ansehen, weil halt auch Tempo drin ist, aber es ist auch viel Hektik drin, viel Unfug drin. Und man sieht immer mehr, wir haben ja, auch ich habe vor vielen Monaten mal gesagt, ich habe das Gefühl, die stecken zu sehr im Korsett und müssten eigentlich ein bisschen mehr Freiheiten haben. Mittlerweile glaube ich, das ist das Schlimmste, was man denen anbieten konnte, diese Freiheiten. Weil damit können die gar nicht umgehen. Keiner kann irgendwie da was mit anfangen. Ganz schlimm, finde ich. Also ich glaube, der größte Unterschied, was hast du ja gesagt, also ich glaube, dass... Also der Unterschied ist einfach, dass einfach diese gefühlt 5 Minuten Passstaffette, ne, im unbedeutenden Raum, die gibt's einfach nicht mehr. Also du hast halt nicht mehr, dass dir 5 Minuten hin und her den Ball hin und her schieben. Genau, da gebe ich dir recht. Aber du hast jetzt 5 Minuten mehr, wo du die Unzulänglichkeiten der Spieler siehst. Ja, das vorne, das ist Mitte, super. Hinten. Und das ist ein Problem. Jetzt mal umgekehrt dann mal die Überlegung, vielleicht hat Favre wirklich so spielen lassen müssen, weil da einfach vielleicht gar nicht mehr ging mit dieser Zusammenstellung dieser Truppe. Ich weiß es nicht. Ja, neuer Trainer machen wir gleich nochmal ganz in Ruhe. Wird ein bisschen intensiver werden, weil es durchaus interessant werden könnte. Zum Spiel, ja, Hoffenheim hatte Chancen, Dortmund hatte Chancen. Ich fand halt, die Szene vor dem 1-1 müssen wir dann definitiv besprechen. Denn die wird, da werden die Meinungen auseinandergehen. Und zwar war es so. Dortmund führte 1-0 und hatte dann noch einen Konter. Ich glaube, Bellingham war durch. Lief dann so Richtung Strafraumhöhe und Haaland entschwand seinem Gegenspieler und wäre in der Mitte super anspielbar gewesen für einen Querpass. Wird dann vom Hoffenheimer gezogen, gezerrt und keine Ahnung, fällt dann hin. Kann in diesem Angriff nicht mehr eingreifen. Und Bellingham scheitert am Hoffenheimer Keeper. Und kurz darauf, also wirklich, klar, natürlich jetzt nicht 2 Sekunden danach, aber Hoffenheim spielt den Ball nach vorne, dann einmal nochmal kurz nach hinten, glaube ich, und dann machen sie halt in dem Angriff den Ausgleich. Ich habe da ein Problem mit. Ich habe da in dem Moment, also wir können uns darauf einigen, dass man sagt, es war noch genug Zeit zu verteidigen. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Mein Problem, was ich halt habe, ist, dass bei diesem Angriff in der Mitte eine Anspielstation weggenommen wurde. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Bellingham das auf dem Schirm hatte und quergelegt hätte oder nicht. Schwer zu sagen. Aber es wurde eine ganz klare Anspielstation freistehend vorm Tor weggenommen. Also es wären beide frei vorm Torhüter gewesen. Da gab es kein Verteidigen mehr, nichts mehr. Der Verteidiger, der Haaland umgezogen hatte, war halt der letzte Mann. So, und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, regeltechnisch, gerade der Bolti ist da ja firm. Ist es dann nicht auch eine Notbremse? Wenn ich da jemanden als letzten Mann, auch egal ob der jetzt den Ball hat oder nicht. Weil Bellingham ja vor ihm war. Hä? Das ist ja der Mitspieler. Ja, aber dadurch ist er ja nicht der letzte offensive Spieler. Ja, bei einer Notbremse geht es doch nicht darum, ob es der letzte Offensivspieler ist, sondern der letzte Defensivspieler. Ich weiß, war nicht unten bei Bellingham auch noch einer? Nein, da war gar nichts. Nein. Mehr. Okay. Ehrlich zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das mit Rot ahndest. Es kann sein, ich kann es ja nicht hundertprozentig beantworten. Also die offizielle Begründung, warum er nicht gepfiffen wurde vom VAR, war ja, weil er nicht der letzte Mann war, somit keine rote Karte war und das deswegen nicht zurückpfeifen darf. Nee, das ist falsch. Also die offizielle Begründung vom DFB, die ich gelesen habe. Ja, aber dann haben die das falsch geschrieben. Die Begründung, warum das Tor für Hoffenheim zählt ist, weil Hoffenheim im Angriff den Ball zweimal nach hinten gespielt hat. Das ist okay, das kann ich akzeptieren. Mit mir geht es... Dadurch ist es halt kein direkter Gegenzug mehr. Das ist die Begründung. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber was war die Begründung, warum vorne der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat? Wenn Fabi das so sagt, ist das ja auch okay. Wenn gesagt würde, irgendwie war nicht der letzte Mann oder was weiß ich, sehe ich halt komplett anders. Aber so, ich weiß nicht, ich tue mich da echt schwer mit. Für mich ist das eine Notbremse, eine Verhinderung einer klaren Torchance und das ohne, dass der Ball überhaupt in der Nähe wird. Das ist, ich meine, so kann ich, dann, wenn das legitim ist, dann kann ich jeden Angriff so stoppen, oder? Ja, dann lasse ich einen da laufen und trete alle anderen 9 oder 10, kannst ja den gegnerischen Torwart auch nochmal wegwichsen, trete ich dann um.
Vor allem der Schiedsrichter hat es ja dann auch aus meiner Sicht, er war ja ein paar Meter dahinter, aber er war ja zentral, er sah eigentlich schon irgendwie, er bewertete es, indem er halt anzeigte, direkt Richtung Haaland, den Finger schwenkte und sagte, nö, da war nichts. Was man schon mal sagen muss, was ja kompletter Quatsch ist. Also wir müssen hier nicht drüber reden, ob das ein Foul ist oder nicht, sondern das war ein 1000%iges Foul. Und ich glaube, alle Hoffenheimer und alle, die Dortmund nicht mögen, würden auch sagen, das ist ein klares Foul und muss gepfiffen werden. Ich frage mich halt, warum der Schiedsrichter das nicht sieht. Da fängt es bei mir schon wieder an, wo ich dann überlege nachzudenken, warum der Schiedsrichter hat freien Blickwinkel auf die Szene und der bewertet sie halt also wirklich komplett daneben. Viel mehr daneben kannst du nicht sehen. Er bewertet sie. Das ist mein Problem. Wenn er jetzt den Blick Richtung Bellingham gehabt hätte, wobei da gab es eigentlich nicht zu gucken. Da war keiner mehr. Aber selbst wenn er da hinguckt, dann sollte er nicht die Szene bewerten, indem er Haaland definitiv anzeigt mit seinem Fingerchen und nö, da war nichts. Weil das kann nicht sein. Das ist dann kompletter Unsinn. Dann hat er anscheinend ja hingeguckt und es bewertet. Und dann hat er hingeguckt und Scheiß bewertet. Du musst mir auch vor allem mal erklären, warum, da muss ich mich doch als Mensch geistig mal fragen, warum sollte er in dieser Situation sich da fallen lassen? Da hat er ja gar nichts von. Nope. Ja, gut, das muss es ja nicht als Schwalbe bewertet haben, weil sonst hätte er ja im Nachhinein sogar noch Geld geben können, sondern er kann es ja als, er ist gestolpert bewertet haben. Guter Ansatz. Also, dass er es im Augenwinkel gesehen hat, ist er in Stolpern gekommen, ist uns nicht als faul wahrgenommen hat und gemeint hat, ja gut, du bist zwar gefallen, aber bist über deine eigenen Beine gefallen. Mhm. Ich will dir nicht unterstellen, dass das Absicht war, ist du dich da fallen lässt, also gebe ich dir keine gelbe Karte, aber für mich war es kein Foul. Gut, also aber sind wir uns einig, dass der Schiedsrichter die Szene bewertet hat? Entweder er hat sie so bewertet, dass er gesagt hat, nur bist du da. Muss er ja, wenn er den Finger ihm zeigt, ist dann nichts wahr. Ja, aber ist ja kein Dirigent, der da irgendwie ein Musikstück. Ja, aber so wie du sagst, wenn er bewertet hätte und gesagt hätte, nee, dafür gebe ich jetzt kein Rot oder was weiß ich, hat er trotzdem die Situation bewertet, hätte dann aber, wenn er gesagt hätte, das war schon faul, aber das pfeife ich jetzt hier nicht ab, weil die Vorteilregel oder was weiß ich, hätte er ja Geld geben müssen, mindestens dem Verteidiger. Wenn er es als faul bewertet, ja. Das heißt, er hat es bewertet und zwar nicht als faul. Gut, lag komplett daneben und reden wir dann jetzt in dem Moment nicht über eine gravierende Fehlentscheidung, die das Spiel beeinflusst. Auf jeden Fall. Ich habe eine Gegenfrage. Wenn Bellingham gefoult wird, kriegt der Gegenspieler eine rote Karte? Wäre der Torwart gewesen. War ja keiner mehr da. Ja, also das wäre eine rote Karte gewesen, ne? Nee, da hättest du... Gelb, Elfmeter, ja. Genau, doppelbestraft. Gehen wir mal davon aus, er würde außerhalb des 16ers gefoult. Also er wäre außerhalb des 16ers gefoult worden. Vom Torwart. Mhm. Ne? Dann wäre es rot gewesen. Ja. So, ja. Dann sind wir doch in einer Situation, wo es eine klare Torchance ist, wo ein Haaland mit involviert ist, theoretisch, der gefoult wird. Gehört das dann nicht auch dann zu einer klaren Torchance? Warum? Er kann doch, wer sagt, dass er unbedingt zu Haaland passt? Vielleicht ist er auch eigensinnig und schießt aus dem Tor. Ist doch egal. Aber keine Garantie dafür. Das ist richtig, Fabi, aber... Es aber, geht um die Theorie oder nicht? Aber du darfst einen Gegenspieler nicht als, meiner Ansicht nach, letzter Mann so aus dem Spiel nehmen. Egal, ob der jetzt gerade den Ball führt oder sonst was. Das heißt, wenn er faul ist, dann bin ich voll bei euch. Aber, das heißt, pass auf, wenn ich jetzt irgendwie nur noch einen Innenverteidiger hinten habe, es wird ein langer Ball geschlagen und Haaland oder Jovic oder wer auch immer, scheißegal, läuft jetzt los und der Gegenspieler reißt ihn um. Es ist eine rote Karte, egal ob er jetzt am Ball ist oder nicht. Und dann ist das für mich auch... Für mich ist das eine rote Karte in dem Moment. In dem Moment reden wir über eine klare Fehlentscheidung und in dem Moment hat der Videoschiedsrichter einzugreifen. Das ist mein Verständnis der Situation. Genau, ich bin da auch, also weil alleine das eine klare Torchance ist und Haaland, wenn er nicht gefoult wäre, mit in dieser klaren Torchance wäre, also er stand da, also wenn er nicht gefoult wäre, würde er da stehen und er gehört dann mit zu dieser Torsituation, ist es für mich dann halt eine rote Karte, eine Notbremse, weil du nimmst eine Passoption hinzu daraus. So, ist scheißegal, was da noch passiert, weil wenn dann Bellingham den Ball irgendwie spielt oder was anderes machen muss, dann ist das für mich eine rote Karte. Also für mich ist das eine klare Notbremse. Also ich stimme dir in einem Punkt zu, es kann natürlich sein, dass es regeltechnisch einen Grund gibt, weshalb du in der Situation dann nur Gelb geben darfst. Aber von normal, so wie man Fußball lebt und wie man denkt darüber, müsste es theoretisch, so wie ihr sagtet, faul
und rot sein. Boah, das ist wahrscheinlich auch so eine Grauzone. Ich sehe da keine Grauzone. Wenn ich jetzt, zum Basketball gehe und ein Spieler daran hindert, irgendwie einen Fastbreak mitzulaufen, dann kriege ich so noch ein persönliches Foul, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, du kriegst zwei Freiwürfe. Und noch einen extra. Ja, und den, genau. Und den Ball in der anderen kriegst du zumindest mal einen Foul. Und ich glaube, und zwar ein persönliches. Wenn du ein zweites persönliches bekommst, bist du ejected, glaube ich. So. Ja, ich glaube, das haben sie jetzt auch erst vor kurzem eingeführt, um diese Check Attack oder so. Wie hieß das? Ja, Hacke Check. Ja, genau, Hacke Check. Zum Beispiel, genau. So. Und für mich ist das, ich bleibe dabei und da fand ich Dennis' Ansatz ganz gut. Für mich, ich kann so einen Gegenspieler, ich müsste jetzt auch da nochmal genauer hingucken, aber ich meine, es war der Torwart vor Bellingham, da war kein Gegenspieler mehr da und in der Mitte, da war auch nichts irgendwie, meiner Ansicht nach, auf gleicher Höhe, was noch hätte verteidigen, eingreifen können oder sonst was. Bellingham, ob er quergelegt hätte oder nicht, das ist für mich jetzt erstmal nebensächlich tatsächlich. Schlimmer wäre es sogar gewesen, wenn Bellingham noch quergelegt hätte. Yep. Weil dann würden wir jetzt richtig ausrasten. Yep. Was wäre nämlich dann? Nee, dann hätte er es vielleicht richtig gefunden. Ja, vielleicht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, eigenartige Szene. Aber. Also Fehler von Bellingham, also. Möglich. Eigentlich musst du nochmal asozial den Ball querlegen. Aber er ist ein junger Spieler. Jetzt ist die Frage, wenn er ihn gesehen hat und dachte, yo, sobald der an seinem Verteidiger rum ist, spiele ich den an. Dann aber realisiert hat im peripheren Sichtfeld, da ist keiner mehr zum Anspielen und kam dann ins Überlegen, oh, lege ich jetzt einen. Jetzt muss ich eins gegen eins, das sind ja Bruchteile von Millisekunden. Auch dann hast du in den Angriff eingegriffen. Sehr eigenartig alles. Aber, ich möchte an der Stelle sagen, die Szene war für mich nicht mal spielentscheidend. Selbst wenn das 2-0 gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das ein Sieg Dortmund geworden wäre am Ende. Dafür war es einfach leider gerade defensiv zu schlecht. Und auch zentrales defensives Mittelfeld war leider Delaney an dem Tag auch überall, aber nicht da, wo er sein sollte. Und yep. Torwart wurde erwähnt. Offensiv wurde auch alles mehr oder weniger gesagt. Also es war wieder mal schlecht. Ich möchte mich jetzt auch nicht hier an dieser Szene so sehr aufziehen. Aber ich kann euch natürlich nur sagen, dass das vor ungefähr einem Jahr oder so Dortmund gegen Leverkusen war es, glaube ich, da wurde sowas zurückgepfiffen. Nur am Rande. Schaut euch Bilder an. Willst du nicht noch was zum 2-2 sagen? Zum 2-2? Da gab es ja auch Ärger. Ach so, weil der Herr Hoffmann mal liegen geblieben ist? Ja, weil er einmal wieder geblieben ist, sie selbst weitergespielt haben, den Ball verloren haben und dann das Tor gemacht hat. Ja, Lieblingssituation für mich, jedes Mal. Die eigene Mannschaft... Ja, das ist ja auch asozial, da einfach weiterzuspielen dann als Gegner. Also was soll das? Sarkasmus-Schild ist zum Glück um. Ja, ich bin mir noch nicht sicher bei Jab, ehrlich gesagt. Sag doch. Witzigerweise, pass auf. Jetzt kommt nämlich auch was. Ich glaube, es war Hoffenheim vor zig Jahren, wo Nagelsmann noch Trainer bei dem war. Es war Mainz. Das war noch unter Tuchel, glaube ich. Mainz mit Tuchel noch. Wo die nämlich ein Tor erzielt haben, wo auch genau die Situation umgekehrt war. Dortmund aber blieb liegen, die spielen nicht raus. Dortmund spielt nicht raus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall total schwachsinnig. Hoffenheim hatte vorher die Möglichkeit und einer der Spieler hat es mitbekommen. War jetzt nicht so, dass das alles im Rücken stattfand. Da müssen die den Ball rausspielen. Wenn die das nicht machen, müssen sie nicht wundern, wenn der Gegner auch zu Ende spielt. Genau. Haben die Hoffenheim am Ende auch selber noch gesagt, dass die Verantwortlichen. Ja, genau. Aber im Spiel ist ja Hübner, dann war es Hübner. Ja, das ist doch komplett eskaliert. Hübner? Nee, das war nicht Hübner. Ich weiß nicht. Das war Posch. Ich würde Posch tippen, weil Posch gehörte, dass Posch das Spielende miterlebt hat. Also. Sportlich miterlebt hat, grenzt er auch an ein verdammtes Wunder. Irgendwie Hoffenheim auf jeden Fall. Ja, doch. Aber der ist halt komplett durchgedreht. Öfter mal. Im Spiel, ja. Ich habe alles gesagt. Ich fand es wieder nicht gut. Über Rose reden wir dann gleich noch. Vielleicht will der Beutel noch oder jemand anderes in dem Spiel was sagen. Ja, dann nicht. Dann reden wir über Rose. Denn der Mann wurde am Rosenmontag bekannt gegeben. Hat man gesagt, Wolle und Rose kaufe. Also, Rose wechselt. Alle Wahrscheinlichkeit nach. 5 Millionen. Ja, mein Gott. Alle Wahrscheinlichkeit nach. Dafür fällt ja Favre im Sommer. Der Vertrag wäre ja eh ausgelaufen. Dafür fällt der von der Gehaltsliste auch weg. Jupp. In Gelsenkirchen ist man ja auch froh, dass einer von den zwei Trainern, die man noch auf der Gehaltsliste führen muss, wahrscheinlich auch jetzt bald rausfällt. Zählt das eigentlich, dass Baum jetzt Experte bei Sky ist? Ist er da auch schon? Oh, das ist eine gute Frage. Nein, auf keinen Fall.
Glaube ich. Er hat ja einen Job, er wird ja nicht da für nichts da arbeiten bei Sky. Ja? Ich glaube nicht, dass das reinzählt. Ich glaube auch nicht. Aber interessant dann. Das zählt als Nebenjob dann, oder was? Man könnte vielleicht ja, und dann kommen wir vielleicht später zu. Mach erstmal. So, ja, Rose wechselt zum BVB und dann gehen die Meinungen auseinander. Unter den BVB-Fans. Viele sagen, jetzt pass auf, da tue ich mich auch schwer. Viele sagen, spielt mit Gladbach ja auch unter den Erwartungen. Und das sehe ich komplett anders. Das ist ein Fall. Ich sehe halt, dass sie eine schwere Champions-League-Gruppenphase überstanden haben. Das sind keine Trolls oder so, ne? Nein, ich meine das ernst. Sie sagen, sie stehen ja noch hinter Dortmund. Mit dem Kader. Gott. Ja. Tue ich mich schwer? Kann ich nicht mehr kaufen. Ja. DFB-Pokal sind sie noch drin, treffen ja auch auf den BVB. Mhm. Und in der Champions League halt auch noch drin. Und das nach der Gruppenphase halt, ne? Das war jetzt auch kein Fallobst, was du da hattest. Finde ich beeindruckend, so eine Aussage zu tätigen. Ich persönlich sage erstmal über Rose, finde ich gut. Hätte ich ja damals statt Favre lieber gehabt. Mit einem dicken Aber. Und zwar muss der Kader rosetauglich dann auch gemacht werden im Sommer. Aber das passiert doch im Sommer, das laufen doch richtig viele aus und die ganzen Wolfs, Schulzes und Co. sollen doch alle verscherbelt werden. Ja, aber was läuft denn aus? Ich habe das erste nicht verstanden. Es laufen ganz viele aus. Was genau? Wer denn? Ich kann gerne nochmal nachschauen, aber ich habe mir das mal angeguckt, dann laufen ein paar tatsächlich aus. Schmelzer könnte sein, oder? Also es läuft, Schmelzer läuft glaube ich aus, Piszczek auf jeden Fall auch, ja. Gut, Piszczek ist Karriereende, das war vornherein klar. Hitz läuft aus. Was haben wir noch? Läuft aus. Ich glaube, Paslak läuft auf jeden Fall aus. Und ich glaube, das war's. Die vier laufen aus. Wow. Schmelzer, Piszczek, Hitz, Paslak. Das sind die Großverdiener beim BVB? Ja. Nicht. Der Passlack würde ich übrigens verlängern. Und Wolf würde ich auch gucken, dass ich den, wenn er zurückkommt. Ja, egal. Ist ja. Trotzdem, der Kader muss, die Ersparnisse, die du dadurch hast, Fabi, das wird den Brat nicht fett machen. Ich gehe ja davon aus, dass Sancho schon so gut wie weg ist. Bei Haaland weiß ich nicht, was ist. Ob der sagt irgendwie, ach guck mal, ja, weil der ist definitiv ja gerade pissig, wie es läuft, verständlich. Wenigstens einer. Alle anderen führen ja Interviews nach dem Motto, ja, läuft ja eigentlich ganz gut, ne, Herr Hummels. Aber was soll Herr Hummels auch anderes sagen, nachdem er ja aktiv dran mitgewirkt hat, dass Lucien Favre entlassen wird? Kann er ja nur dahinstellen und sagen, ja, eigentlich läuft doch alles ganz gut. Training ist besser, im Spiel fehlt uns das Spielglück oder keine Ahnung, was es jetzt nach dem Hoffenheim-Spiel war. Gras zu hoch oder wenn das... Ich weiß nicht. Hummels spielt momentan übrigens schlecht. Fügt sich, hatte eine gute Saison, aber jetzt, die letzten Wochen und Monate, ist das einfach auch nur noch schlecht. Von ja, aber neben Akanji sieht es sogar ganz gut aus. Der ist wieder schlechter. Akanji, der hat halt auch wieder seine Dinger drin. Also wie gesagt, der Kader muss rosetauglich gemacht werden. Wer da Näheres wissen will, kann ja gerne mal in die Kommentare nachfragen. Dann mache ich mal eine was ich loswerden wollen würde und was ich holen wollen würde und wie das zu realisieren wollen würde. Auch der BVB darf sich gerne bei mir melden. Aber birgt das nicht auch ein Risiko, wenn du jetzt alles auf den Trainer abstimmst und es klappt dann nicht? Ja, aber nein. Dann halt genötigt, ihn nach einem halben oder dreiviertel Jahr rauszuschmeißen. Ich weiß, was du meinst. Du hast halt hundertprozentig den Kader auf ihn zugeschnitten. Ja, das dann Problem hast du noch ein größeres Problem. Nee, das große Problem ist jetzt gerade, dass mit dem Kader, wie er jetzt gerade da ist, es ist kein Trainer der Welt, auch Pep Guardiola nicht, der diesen Kader anständig trainiert, der ist wild zusammengestellt. Du hast eine Handvoll, wo du das System spielen könntest, dann die können aber davon wieder dieses System nicht, dann hast du da, die sagen, yo, offensiv geil, aber defensiv nicht, dann hast du, so wie der Kader jetzt zusammengestellt ist, geht's gar nicht schlimmer. Das heißt, wenn du den Kader jetzt anständig auf ein Pressing-Spielsystem oder so umstellst, ich denke, du wirst dann auch einen anderen Pressing-Trainer finden. Wenn das mit Rose nicht klappt oder wenn er auch nach einem Jahr keinen Bock mehr hat oder was weiß ich. Ich glaube, das macht die Sache einfacher. Ja, genau. Wer auch immer. Ich glaube, die Gefahr sehe ich nicht. Fakt ist, und das wird schwer, weil es ist immer noch Corona-Zeit. Das heißt, du kriegst dann mal nicht eben die los, die jetzt gerade auch gar nicht so wirklich performen. Das wird sehr schwer. Ich bin sehr gespannt. Aber es muss das Ziel sein, meiner Ansicht nach. Und wenn man ehrlich ist, also du hast es ja, glaube ich, in der Gruppe gesagt, es müssen so
ja, roundabout 12 bis 15 Transfers mindestens passieren. Ich glaube, ich habe 20 gesagt, mit Abgänge und Zugänge meinte ich. Ne? Ja, das heißt, okay. Ja. Das heißt, grob jetzt mal so 10 Abgänge, 10 Zugänge. Oder 12 und 8 oder wie auch immer. Das ist, ja, meine Meinung. Da müsste man... Sehe ich ganz genauso. Vor allem ist ja nicht, also du meintest ja auch, dass der Kader wild zusammengestellt ist. Ich finde auch, dass seit vielen, vielen Jahren, oder viele, viele Jahre, das ist vielleicht ein Tick übertrieben, aber dass seit einigen Saisons einige Schwachstellen einfach gekonnt ignoriert werden. Torwart hatten wir ja gerade schon angesprochen. Ich finde, du siehst die Saison auch massiv, dass dir auf dem Flügel Alternativen fehlen. Jetzt, wo auch Hazard Dauerpatient ist. Ja. Ich finde, Habe ich aber auch ganz am Anfang gesagt, dass ich eigentlich noch jemanden will, der Flügel spielen kann. Am besten einen, der Sturm und Flügel spielen kann. Memphis Depay Gedöns oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Ja, du meintest ja, als sie Ranier sich ausgeliehen haben, dass du ihn ganz interessant findest, aber du lieber noch jemanden für den Flügel gehabt, denn hättest als statt im Zentrum. Kann ich mich dran erinnern. Und ich finde auch, Linksverteidiger ist seit vielen Jahren eine Baustelle. Wird auch wahrscheinlich noch interessanter werden auf Linksverteidiger, weil ich könnte mir vorstellen, dass Herr Rose früher oder später auch mit Guerrero im Zentrum plant. Das würde mich nicht großartig wundern, um ehrlich zu sein. Würde passen. Viel besser passen. Und der kann auch im Zentrum spielen, davon mal ganz ab. Ja, wenn das mal regelmäßig spielen dürfte, wäre es wahrscheinlich besser, weil ich finde, der hat als Linksverteidiger nichts verloren. Ich finde seit Wochen und Monaten, dass das echt schlecht ist, was er da spielt. Aber dann hast du halt wirklich eine große Baustelle auf Linksverteidigerposition. Da gibt es nicht so viele gute. Wird schwer. Luca Netz. Was? Luca Netz? Kenn ich nicht. Der will doch jetzt in Hertha bleiben, hat doch verlängert. Ja, der hat den Vertrag schon. Also mit seinem 18. Geburtstag hat er dann einen 2-Jahres-Vertrag. 17-jähriger Linksverteidiger der Hertha. Hat übrigens sein erstes Tor geschossen am Wochenende. Die Frage ist, ob wir noch weitere 17-Jährige brauchen. Also ich glaube, jeder 17-Jährige würde mich vermutlich mehr überzeugen, als es Schulz getan hat. Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Dennis, alles gut bei dir? Ja, sorry. Ja, kein Ding. Läuft ja erst seit einer halben Stunde so. Da wollte ich mal nachfragen, ob noch alles gesund ist. Ja, ansonsten Rose, Spielstil finde ich interessant, wird intensiv. Ich glaube, als so Spieler wie Brandt gehört haben, dass Rose neuer Trainer wird, wäre ich jetzt, ich möchte jetzt nicht bashen oder so, aber wäre ich jetzt Brandt, hätte ich gesagt, scheiße, Manager, ich will zu Arsenal. Ich muss hier irgendwo anders hin. Das könnte mir wehtun. Ich kann ja weiter Elektroautos aufladen. Er hat ja auch performt in der Zentrale in Leverkusen mit einer ähnlichen Spielweise. Also wenn mal jetzt die positiven Dinge mal rausnehmen. Anders. Bosch ist dann aufgrund der Viererkette so hochgezogen, machst es noch enger. Da hast du jetzt nicht so viele Räume, wo dann auch ein Brand irgendwie verteidigen muss. Da ist der Raum schon klein. Ich wüsste jetzt nicht, dass Rose jetzt auch so hochstehend die Innenverteidigung hat. Wäre auf der anderen Seite aber... dann natürlich das K.U.-Kriterium wiederum für Hummels, um da mal weiterzumachen. Ja. Weil viel Laufen ist dann keine gute Idee. Das ist jetzt überfordert. Viel Laufen ist auch für Ginter keine gute... Weißt du was? Ginter macht sich schlecht. Jetzt ist auch wieder so eine schöne Nummer, wo ich den Beutel wieder kitzeln kann, weil ich persönlich finde, Ginter hat sich genauso entwickelt in Gladbach, wie ich das erwartet habe. Und so ein Innenverteidiger würde dem BVB tatsächlich noch relativ gut tun. Bolti seinerzeit wollte kein Ginter mehr haben. Genau, Weichei, bleib ich dabei. Okay. Ja, ihr zum Rose-Geschichte, passt das? Könnte das passen? Oder sagt ihr, auf jeden Fall, wenn er seine Spieler bekommt, dann wird das gut werden. Also ich kann mir so ein Zakaria oder so gut vorstellen, wenn Dortmund das Geld bekommt, was eventuell das dann schon passiert, kann mir gut vorstellen. Ich glaube, kaum ist er ein Spieler mit zum BVB nimmt. Und die andere Frage ist, sollte jetzt Rose weiter bei Gladbach Trainer bleiben oder sollten sie den beurlauben? Sollten sie den beurlauben? Ich habe ja gerade gesagt, tatsächlich auch sehr bewusst, aller Voraussicht nach ab Sommer. Denn ich kann mir echt persönlich vorstellen, du spielst noch im DFB-Pokal gegen Dortmund. Ich weiß nicht, in der Liga spielen wir, glaube ich, auch nochmal gegen Gladbach. Ja, muss ja. Nee, Moment.
Ne, war ja Auftaktspiel, sind wir schon. Eben, durch. Das war ja, ja, stimmt, hast recht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in Dortmund sagt, pass auf, wir geben euch noch 1 Million mehr und ihr schickt den jetzt schon rüber. Ihr müsst sowieso umplanen. Ich habe keine Ahnung. Nee, wird nicht passieren. Deswegen, ich finde es klug, weil ich es mögen würde, dass dann schon so ein bisschen in die rose Richtung trainiert werden könnte und angepasst werden könnte und auch kommunikativ alles viel näher ist als über die Distanz und weiß ich nicht. Meinst du nicht, dass das passiert? Nee, ich glaube, da würde sich Gladbach in der aktuellen Situation ins eigene Fleisch schneiden. Die sind aber gerade so pissig. Ja, also ich glaube schon, aber Eberl hat ja auch gesagt, glaube ich, oder war es Eberl oder irgendwer da, hat gesagt, dass er Rose nicht gekommen wäre, wenn er nicht die Ausstiegsklausel bekommen hätte damals. Und ich glaube, dass sie da, vielleicht bedienen sie sich wieder bei Salzburg und der Jesse Marsch macht das ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, die finden schon eine gute Lösung oder Ten Hag oder so. Ich glaube, das sind so zwei. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren sollte. Es sei denn, dass jetzt durch die Mannschaft vielleicht aufgrund des Wechsels so ein negativer Lauf entsteht, dass sie jetzt verlieren. Das ist der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie aktiv werden. Aber wenn das so weiterläuft wie bislang, sehe ich da keinen Grund, dass Gladbach da aktiv wird. Selbst wenn sie aktuell ein bisschen pissig sind, können ja Reus zurückhaben. gibt übrigens das Gerücht, dass Rose auch beim BVB eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Ich denke, den wird er bei jedem Vertrag haben. Und den hat er in Salzburg gehabt, den hat er jetzt in Gladbach gehabt. Und ich glaube nicht, dass er da für den BVB eine Ausnahme macht. Ich erinnere mich noch an Aki Watzke. Nie wieder Ausstiegsklausel. Ja. Die Frage ist ja, nimmt er seinen Staff mit oder bleibt er in... Ja, keine Ahnung. Also, ja, mal sehen. Mal gucken. Gut. Nächstes Game. Nächstes Game. Leverkusen gegen Mainz. Oho. Ja, bitte. Oho, 2-2. Waren muntere Spielchen, um ehrlich zu sein. Die Mainzer, seitdem sie hier von der Lichte weg sind, haben sie, glaube ich, gefühlt kein schlechtes Spiel mehr gehabt. Hatten, da sieht man halt anders als vielleicht bei Dortmund, dass der Trainerwechsel tatsächlich was bewirkt hat. Die Mannschaft wirkt viel gefestigter, wirkt viel reifer, steht mit viel mehr Mentalität auf dem Platz. Lässt sich auch durch einen 2-0 Rückstand gegen Leverkusen nicht unterkriegen. Und man muss fairerweise sagen, das mit dem 2-2 ist Leverkusen ziemlich gut bedient. Also Mainz war mindestens auf Augenhöhe. Ich hab mehr Mainzer Chancen gesehen als die von Leverkusen. Leverkusen auch mit Glück, dass Bailey nicht wegen Tätlichkeit oder Nachtreten vom Platz geflogen ist. War eine klare Szene eigentlich, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Und dann nochmal so zurückzukommen, nachdem du nach 84. das 2-0 gegen dich bekommst, durch Glatzel und Stöger dann, spricht auf jeden Fall für Svensson und für die Mainzer in den letzten Wochen. Also auch sie hatten ja auch, glaube ich, ein ziemlich gutes Auswärtsspiel in München vor ein paar Wochen. Da war Svensson noch nicht da, das war das erste Spiel vor ihm, aber auch danach gegen Dortmund unentschieden gespielt, gegen Leipzig gewonnen, gegen Union gewonnen. Also da sieht man schon eine positive Tendenz bei den Mainzern im Gegensatz zu davor. Was bist du denn so gut vorbereitet heute? Aber eine ganz wichtige Sache hat er nicht erwähnt. Weil etwas, was muss man sagen, was die Abwehr von Leverkusen natürlich verunsichert hat, nämlich dass Radetzky raus musste. Ah. Und dann auf einmal Lump im Tor stand, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Das verunsichert natürlich die Abwehr. Das ist klar, wenn man weiß, okay, da ist einer, der war noch nie Bundesliga-Tor. Ist immer ein bisschen kritisch. Und klar, Mainz, super, also unter Bruce Weltzer gefallen ihm ja auch echt. Und wenn die so weitermachen, könnten die sich da auf jeden Fall sogar noch befreien. Und dann wird es auch für andere Vereine ziemlich eng. Also es gefällt mir, was Bo Svensson da macht. Und ich habe auch schon gesagt, dass sie absteigen, wäre es nicht schlimm. Und ich glaube, Bo Svensson hat da eine Idee, was er da aufbaut. Und er wird die nächsten Jahre da bleiben. Wer? Bo Svensson. Ach so. Bo knows. Ich dachte, du würdest den Namen nochmal erwähnen. Bo Svensson übrigens, was ich noch nicht gesagt habe. Der hat nur 1,5 Millionen Ablöse gekostet. Yep. Kam von Liefering oder so, kann das sein? Ja, Liefering. Ja, also auch RB. Yep. Was willst du denn mal mit der Erwähnung deiner Ablöse? Das ist doch scheißegal. Ihr habt doch letztens gesagt, hier Dortmund hat doch Geld. Nee, Puffy war's. Nee, keine Ahnung. Also, rausschauen, was geht.
Ich glaube, ich muss zurückgehen. Also wenn man Rose auch an die Kadergestaltung viel Entscheidungen überlässt, dann können das gute Jahre werden. Das wollte ich noch vorhin abschließen. Puffy hat ja direkt im WhatsApp geschrieben, meine 1B-Wahl. Da habe ich gesagt, wer wäre denn meine 1A-Wahl oder irgendwie sowas. Dann meinte er Kloppo oder hat ein Bild von Kloppo gemacht. Wo ich dann gesagt habe, weiß ich nicht. Wir haben dann ein Beispiel mit einer Ex-Freundin gebracht, das möchte ich hier jetzt nicht nochmal zitieren, aber dann hat jemand gesagt, ja, bei Liverpool läuft es ja für Kloppo auch nicht gerade so gut jetzt gerade. Aber das hat wobei das Gründe hat. Gründe. Ja. Definitiv. Aber ich könnte mir dann eher vorstellen, nee, ich nehme Rose, ganz ehrlich. Das ist auch einer, der auch mal die Schnauze aufmacht, und das fehlt dir ja jetzt auch die ganze Zeit. Könnte durchaus was bewirken. Ich bin ja jetzt nicht, das letzte Mal, dass ich so in die Richtung das Gefühl hatte, war, als es hieß, soll man Thomas Doll entlassen, wo ich dann sagte, der kann nix, der kriegt nichts hin, aber ich sehe jetzt auch keinen anderen, außer man kriegt Jürgen Klopp, dann ja. Und genauso ist es gekommen. Und jetzt denke ich auch irgendwie, ich hätte auch den IT, den Unterirdischen drängen lassen, also Edin Terzic, und mir angeguckt, was er mit einer Sommervorbereitung irgendwie vielleicht mit dem Kader ein paar Anpassungen oder so dann gemacht hätte. Ansonsten wäre mir jetzt auch keiner in den Sinn gekommen, wo ich gesagt hätte, oh, den möchte ich aber unbedingt hier sehen oder so. Das war schon dann tatsächlich, wäre der Name Rose gefallen. Aber ich bin ja schon wieder beim Falschen. Wir müssen bei Bo Svensson bleiben, das ist ein guter Trainer. Oder Peter Bosch, der auch gezeigt hat, bei Dortmund hat man vielleicht damals zu schnell den Stempel draufgedrückt. Ja, der macht einen super Job in Leverkusen. Klar, jetzt, wo die Außen ein bisschen müde sind von Bailey und die Abida schwächeln sie ein bisschen, aber trotzdem macht er einen guten Job. Können ja Reus kaufen lassen. Also ich finde, dass Leverkusen stark in die Saison gestartet ist, meine Tabellenführer. Aber gefühlt nach der Niederlage gegen Bayern sind sie so ein bisschen gebrochen. Ja, also auch vom Kopf her. Ja, ja. Seitdem hatten sie viele Spiele dabei. Ich erinnere mich, glaube ich, war das in Frankfurt, wo Amiri dieses Hackentor macht. Mhm. Und danach werden die von Frankfurt komplett vorgeführt. Wie gesagt, Mainz war am Samstag meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft. Weiß nicht, ich will nicht sagen, dass sie gebrochen wirken, aber sie sind nicht mehr so im Flow, wie sie davor waren. Sind nicht mehr, also auf keinen Fall. Sie waren auch schon vorher, wirkten sie in einigen Spielen müde. Ich hatte ja irgendwann mal immer jede Woche gesagt, irgendwie Leverkusen nervt, weil halt auch viele Spiele dabei waren, die sie nicht hätten gewinnen müssen, die sie aber gewonnen haben. So. Und diese Bayern-Nummer, wenn du gegen die Bayern gewinnst, dann schaffst du es vielleicht auch mental irgendwie diesen Flow dann noch für eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten. Und dann purzen die Ergebnisse auch wieder zu deinen Gunsten. Aber ich denke auch, das Spiel war, vor allem war es ja auch meiner Ansicht nach unverdient. Es hätte Leverkusen durchaus echt packen können. Yep. Und dann zieht es sich doch ein bisschen runter und dann verlierst du diese Lässigkeit, die du dann auch bis dato hattest. Und dann wirkt die Müdigkeit, die definitiv auch da schon war, körperlich und mental, wirkt dann nochmal ein bisschen mehr. Oder, Dennis? Ja, also man hat ja von Anfang der Saison gesagt, okay, Leverkusen punktet und es sah aber nicht immer sehr souverän aus. Also man hat irgendwie langweilig gespielt, es gab auch nicht irgendwie viele Torchancen, aber man hat die Punkte geholt und wie ihr schon gerade gesagt habt, so ist wahrscheinlich eine Kopfsache aktuell, dass man diese Lässigkeit nicht hat. Und ich denke, die kriegen das aber wieder hin und für die Top 4 sollte es meiner Meinung nach diese Saison noch reichen. Ich weiß nicht, ob du das einfach wieder so hinbekommst, weil die Müdigkeit sehe ich immer noch. Ist Leverkusen international noch dabei? Ich glaube, die spielen Europa League, oder? Ja, Europa League. Die Pokal sind sie ja raus, okay, das kann helfen. Aber ich glaube nicht, dass... Nee, ich glaube, die Müdigkeit... Ich kriege sie nicht wieder umgestellt irgendwie auf Leichtigkeit und keine Ahnung. Ich meine, ist ja auch ähnlich, dass du, ich will nicht sagen, du bist abhängig, aber gefühlt war dein bester Spieler in den guten Spielen halt Wirtz und der ist halt auch erst 17, 18. Da die ganze Verantwortung und Last drauf zu lassen, ist auch nicht so schwierig. Klar hast du andere, die dann auch mal ein gutes Spiel abliefern, aber du hast halt in dem Sinne keine, die so nach vorne gegangen sind, wie es dann Wirtz getan hat, nachdem Havertz im Sommer weggegangen ist. Und das ist ganz normal, dass gerade so junge Spieler meistens zur Rückrunde dann irgendwie beim Basketball oder NBA redet man, glaube ich, von der Rookie-Wall. Genau. Und hier ist es, glaube ich, auch so. Das kann man ihnen auch noch nicht zumuten. Alles gut. Das wird nächste Saison vielleicht ein bisschen besser klappen. Dann die Saison sowieso.
Da mache ich mir gar keine Gedanken, aber so wie du schon sagst. Ne? Dann hast du dann so einen Bailey, der in der Hinrunde auch super performt hat. Und jetzt dann auch so ein bisschen hier und da mal wieder was hat. Diaby hatte auch seine guten Spiele und dann hat er auch Spiele, ja, wo er dann mal einen Antritt hat, wo du denkst, ja, schnell ist er. Dann kommt aber auch nicht mehr so viel. Matondo war oder ist auch schnell von Gelsenkirchen. Ja, das ist aber besser. Würde ich jetzt noch nicht so mit Diaby vergleichen. Nee, das stimmt schon. Und ich glaube nicht, ich glaube, Leverkusen wird sich so da einpendeln. Wird schwierig, noch in die Champions League Plätze zu rutschen. Außer vielleicht über einen Euroleague-Sieg. Guter Plan. Ja. Irgendjemand im Dortmund-Forum meinte auch, hey, Champions League einfach gewinnen ist der einfachste Weg, Champions League zu spielen. Das sind die Gegner noch ein bisschen stärker. Das ist ja jetzt erstmal egal. Trotzdem, es ist der schnellste Weg. Leverkusen Mainz, noch irgendjemand? Wenn nicht, dann müssen wir jetzt mal langsam gucken, dass wir beschleunigen. Können wir, glaube ich, auch mit Bremen gegen Freiburg, ne? Ja. Oder Fabi, bitte. Das war kein schönes Spiel, es war Niveau, ja, war okay. Es war ein Bundesliga okayes Spiel, aber. Was? Ja, es war jetzt halt nicht so viele Chancen. Es war halt ziemlich intensiv, aber beide nicht mit dem letzten Risiko, was sie eingehen wollten. Einzige mögliche Chance war von Pedersen, der halt Mr. Joker ist. Der hatte eine ziemlich gute Chance, wo er aber halt mal ausnahmsweise mal nicht trifft. Aber sonst waren da jetzt nicht die krassen Chancen. War halt zweikampfintensiv und ein gerechtes 0-0. Und Bremen sammelt weiterhin seine Punkte. Und ich bleibe dabei, die werden mit dem Abstieg nichts Großes zu tun haben. Bremer. Jetzt muss ich den Jab übergehen, weil der Dennis nämlich schockiert ist. Ja, also ich gehe mit, dass es verdient war, das Unentschieden. Aber es war auf jeden Fall kein Bundesliga-taugliches Spiel. Das war so, bestenfalls Zweitliga würde ich so ein Spiel und gab keine wirklichen Torchancen. Es war auch irgendwie ein ganz komisches Spiel. Ja, aber vielleicht, Halbchancen und vielleicht hat ja, der Fabian ja gesagt, ich interessiere mich für das taktische Konzept beider Teams, wie sie sich selber in den wichtigen Zonen des Spielfeldes sich neutralisieren. Ja, das kann sein. Fabi ist durchaus bekannt hier als Taktikästhet. Depp! Ja, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, wo sie in der Konferenz gemeint haben, ist in der zweiten Halbzeit von Bremen gar nichts mehr war. Und wenn jemand Chancen hat, das war dann Freiburg. Ja, und 0-0 ist dann wohl noch glücklich für die Bremer, auch wenn Freiburg nicht wirklich viel in dem Spiel gemacht hat. Cool, kommen wir zum nächsten Unentschieden. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Stuttgart gegen Berlin. Hat der Beute gesehen? Ja, so ein bisschen tatsächlich. Ja? Die Stuttgarter gehen tatsächlich in Führung. Waren in der ersten Halbzeit auch ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Gehen dann, glaube ich, in der Nachspielzeit durch Kalajdzic in Führung. Mhm. Durch ein Kopfballtor. Mit VAR-Hilfe. Ja, war hat auch, glaube ich, wieder 3 Minuten gedauert, wenn ich mich. Ja, das ist richtig. Gehen dann in Führung, er war auch hoch verdient und in der zweiten Halbzeit war dann meiner Meinung nach Berlin die deutlich bessere Mannschaft, hatten durchaus einige Chancen. Ich glaube, Kunja hatte auf jeden Fall eine, ich glaube, Piatek hatte auch noch so eine relativ gute und dann macht es halt der in der 80. Minute sowas rum, der 17-jährige Netz nach Vorlage von Khedira. Ach, deshalb gibt es den Namen, ja. Yep. nicht nur deshalb. Ja, aber das Tor war auch mehr Glück, ist er, den da reingestolpert hat. Also. Ja. Definitiv. Ich zitiere mal den Stürmer, das 1-0 gemacht hat. Ich zitiere ihn mal nach dem Spiel. Was für ein Kacktor. Yep. Aber du musst halt so ein Kacktor auch mal machen. Ja, weil der kämpft, ne? Ja, klar. Ich denke vor allem an die Aktion, wo Anton auf der Linie gerettet hat. Also Hertha wollte es am Ende dann tatsächlich auch. Stimmt, und dann macht er halt auch mal einen Kacktor. Das war die Chance von Kunja, ne? Wo er auch drüber gelüpft hat über den Torwart. Genau, und dann Anton ist doch gerade so noch da. Ja, genau. Ja. Also am Ende meiner Meinung nach eine gerechte Punkteteilung. War aber im Großen und Ganzen halt auch kein herausragendes Bundesligaspiel. War halt viel Kampf. Ich glaube, Hertha ist auch nach dem Trainerwechsel nicht in der besten Situation aktuell. Was man sagen muss, Khedira hat ein bisschen Mentalität reingebracht, nachdem er eingewechselt worden ist. Ja, irgendwas schon muss er ja rein. Ja, aber immerhin, er hat die Mannschaft mal ein bisschen gepusht, dass sie noch mehr kämpfen.
Das hat bei Hertha oft gefehlt, dass man sich dachte, was machen die vorne da? Machen die ein Kaffeekränzchen oder so? Aber da haben sie tatsächlich mal gekämpft und das war halt was Neues. Und das ist gut. Ja, das war schon okay. Also ich glaube auch, dass Khedira zumindest noch ein bisschen was im Tank hat. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Cool. Ja. Kommen wir zum nächsten Unentschieden. Union gegen Gelsenkirchen. Oh. Wer möchte? Ich habe nichts gesehen davon. Ich auch nicht. Also wenn einer Chancen hatte an Union und da waren ein paar dabei, also Schalke hatte vielleicht ein, zwei Chancen, aber viel mehr nicht. Ralle rettet mal wieder Schalke. Das ist jetzt ja nichts Neues. Aber das hätte Union eigentlich echt gewinnen müssen. Die hatten wirklich gute Chancen. Und Schalke war vorne wieder komplett abwesend. Der Hunter hat sich jetzt ja an einer Wade verletzt. Er muss ja auch sein. Dafür hat er ja zwei. Ja. Das war halt ganz schwach von Schalke. Also, dass sie sich dafür jetzt feiern, das ist eigentlich schon peinlich. Weil es eigentlich ein Wunder ist, dass sie da mal einen Punkt geholt haben. Dann können sie echt bei Ralle bedanken, was Mustafi da in der Abwehr macht. Man merkt halt, der hat gefühlt seit 3 Jahrzehnten nicht mehr gespielt bei Arsenal. Der ist halt komplett kalt und kriegt gar nichts hin. Willian, man sieht auch, warum Wolfsburg ihn nicht mehr haben wollte. Also ist echt eine Resterampe. Und es wird eng. Der Herr Schneider ist jetzt ja offiziell ab Sommer weg. Immerhin eine gute Nachricht für Schalke, aber war der Abstieg. Dennis, du hast gerade irgendwas gesagt. Ja, also Taiwo Awoniyi war der 12. Schalke-Spieler. Also der hat da 2 oder 3 Hochkaräter vergeben. Und ja, dann halt noch eine Kopfballsituation, die Fährmann hält. Ich habe Bauchschmerzen. In der ersten Halbzeit war das, glaube ich, wo Harit im 16er fällt durch einen Bodycheck. Und für mich ist es ein Elfmeter. Also das hat auch gar nichts mehr mit Körpereinsatz oder sonst irgendwas zu tun. Und da, das war keine Schwalbe, das war ein klarer Elfmeter. Und da muss auch der VAR angreifen. Aber du merkst halt auch da wieder die Mentalität und die Körpersprache. So, keiner protestiert wirklich, keiner geht da wirklich hin. Also ne, man hat komplett das Selbstvertrauen verloren und ich glaube, man bereitet sich irgendwie für die zweite Liga vor. Also kann ich man bin zumindest sagen, Zeit, Schalke plante für zweite Liga. Ja, das sollten sie auch. Also mit so einer Verfassung und du brauchst 12 Männer, um einen Punkt gegen Union zu holen, die halt auch aktuell nicht in der besten Lage oder Situation sind. Keine Ahnung, sieht nicht gut aus auf jeden Fall. Ich meine, irgendwann muss es ja bei Union mal einen kleinen Einbruch geben. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die... Dass das eine super Saison ist. Ja, dass es immer noch eine super Saison ist. Aber dass sie halt diese Punkteausbeute nicht halten können. Vor allem auch, weil sie auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun haben. War, glaube ich, dann auch früher oder später anzusehen. Aber ich glaube, keiner im Unioner Umfeld wird jetzt traurig sein, wenn sie am Ende mit 42 Punkten die Saison abschließen oder so, wenn sie jetzt noch 3 oder 4 Siege holen. Ja. Jepp, möchtest du noch oder möchtest du das nächste? Ja, wie gesagt, also das mit dem Elfmeter hatte ich dann auch noch gehört. Viel von dem Spiel habe ich nicht mitbekommen. Was wir halt auch noch geschafft haben ja irgendwie auch eine Mediendirektorin oder so irgendwas vorgestellt, wo sie eine lustige Pressekonferenz gegeben haben. Was, eine Pussy-Konferenz? Okay, eine Entschuldigung. Presse. Ah, nicht Pussy-Konferenz, auch wenn eine Frau da irgendwie das Amt angenommen hat. Okay. Ich hab's falsch verstanden, akustisch. Ich möchte mich entschuldigen, wenn das. Ich war nur geschockt. Ich dachte, das hat er nicht gesagt jetzt. Gerade der Jab. Frankfurt gegen Köln. Zum Spiel gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ja, eben. Ja. Frankfurt gegen Köln. So. Eins der schöneren Spiele am Wochenende. Ja. Wie viele Elfmeter gab's? Elfmeter? Kein. Oh, also ich habe einen Teil der ersten Halbzeit gesehen. Dann habe ich mit Puffy Hunter gespielt. Da fand ich schade, dass Köln so aufgetreten ist, wie Köln aufgetreten ist. Nämlich wirklich einfach nur irgendwie hinten drin stehen und dann versuchen, einfach plump zu kontern. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet von Köln. Gerade in diesem Spiel. Das war wenig. Vor allem dann lange Bälle auf vorne auf Dennis. War jetzt nicht so früchtetragend. Hin und wieder gab es da mal so einen Angriff, wo du denkst, ja, könnte, aber ja. Das war das, was ich mitbekommen habe. Ich hatte auch irgendwie nie das Gefühl, dass Köln mal nah dran war, ein Tor zu schießen. Also selbst nach dem 1-0 hatte ich das Gefühl, die dachten sich, okay, wir nehmen das 1-0 mit und stehen hinten stabil.
Also ich, mir hat der Drang nach vorne auch komplett gefehlt bei Köln, dass die überhaupt was wollten. Ja, ja, wenn man ehrlich ist, Köln hätte gespielt. In der ersten Halbzeit schon zurückliegen müssen. Also die Eintracht hat da Chancenbucher begangen. Das war nicht schön. Das Beste war noch Younes, wo der da versucht mit einem, ich weiß nicht, was er versucht hat. Das Luftloch halt. Er wollte ja, gut, halt der Luft gehabt. Mit dem Seitenspann irgendwie ganz elegant in die lange Ecke da im Dropkick schießen, keine Ahnung, und verfehlt den Ball hundertprozentig. Also im Prinzip, er steht vorm leeren Tor. Ihn muss ihn da einfach nur, soll er mit der Seite nehmen und einfach reinschieben. Also, hör doch mal auf zu jammern. Wäre das ein Leipzig-Spieler, hätte er das wieder bekommen. Ja, wahrscheinlich eine rote Karte für den Torhüter von Köln dann oder sowas. Alles. Ja, in der ersten Halbzeit gab es dann noch ein Tor, was zu Recht abgepfiffen wurde von der Eintracht, wo der Ball halt schon knapp im Aus war. Und aber im ganzen Spiel hat man nicht das Gefühl gehabt, dass Köln irgendwie das Spiel gewinnen hätte können oder es sie da einen Punkt holen. Also das war schon sehr souverän von der Eintracht runtergespielt dann. So, so war es auf jeden Fall der Zustand, die ich weiß nicht, ob ich jetzt 20 oder 30 Minuten gesehen habe, aber auch das war schon so. Meine Lieblingsszene war, glaube ich, irgendwie in der zweiten Spielminute, wo Saw erstmal von hinten einen Kölner umwichst. So richtig BÄM! Scheißegal! Wo ich dachte, Alter, da kannst du eigentlich schon über Dunkelgelb diskutieren, aber es gab nichts. Es gab nur Schiedsrichter immer, ne, das ist nicht so cool. Ja, aber er hat dann Gelb gekriegt, der ist gegen die Bayern gesperrt. Ja, also und dann, nach zwei Minuten davon so hast du halt ordentlich mit Gelb. Also das war, nee, hab ich ja gelernt, hat Tonne mir beigebracht. So, erste Foul gibt ja keine gelbe Karte. voll reingewichst, ja, Ball war auch schon irgendwo ganz woanders so gefühlt. Und ich denke mir so, alter Vater, es geht wieder los. Und dann auf der anderen Seite, ja, jeder Frankfurter den Boden geküsst hat, weil ich glaube, wer war der Schiri? Willenborg oder keine Ahnung. Er hat ja ein bisschen längere Leine gehabt. Willenborg, ja. Ja. Und auf der anderen Seite kleinste Berührung auf dem Boden. Voll! Und ich denke, das komm. Das war auch relativ schnell Geld für Köln dann. Ne? Geh huntern. Dann bin ich lieber mit Puffy jagen gegangen. Das war schon wieder, weißt du, wenn eine Mannschaft austeilt, hat sie auch einzustecken. Ja? Ja, Köln hat in nicht wirklich schnell eine gelbe Karte gekriegt. Das war in der 90 plus 1. Ja, du wirst das ist für mich schnell. Wenn man es umdreht, war es sofort. Ja. Und ja. So hat in der 32 Minute die erste gelbe des Spiels gekriegt. Ja. Souverän. Ja, die Frankfurter schlagen auch die vermeintlichen Stolpersteine problemlos und greifen jetzt nochmal aktiv ins Meisterrennen an. Ich genau, so Meisterrennen vielleicht nicht, aber Europa ist dieses Jahr doch drin. Ja. Ich hoffe ja immer noch Champions League, habe ich ja schon mal erwähnt. Und dann aber bitte auch vor Fans. Und zwar, ja, warum nicht? Also besser, als wenn der Wolfsburg jetzt in der Champions League antritt oder keine Ahnung. Und vor allem gönne ich denen dann auch mal die Mehrfachbelastung. Wirklich dann in der Gruppenphase, weiß nicht, wo werden sie Lostopf sein? Dann drei maximal, oder? Wenn überhaupt. Wahrscheinlich vier, wobei wenn überhaupt, genau. Im Euroleague ran kann sein, also auch in drei reinrutschen, je nachdem. Das hatte ich so im Hinterkopf. Ja, stimmt. Die Euroleague-Leistung in den letzten Jahren vielleicht da den Dreiertopf sichern, aber auch mit dem Dreiertopf wirst du es knüppelkart kriegen. Und dann bin ich mal gespannt. Ja. Kannst du auch Glück haben, Losglück mal haben. Ja. So wie Leipzig vor letztes Jahr. Ja, aber das klappt ja nicht, weil Leipzig ja das Losglück haben wird. Achso. Dann kann ja Deutschland nicht in der Nebengruppe. Ach, ist egal. Ja, man darf gespannt sein. Wolfsburg, Gladbach 0-0. Da habe ich übrigens gehört, dass das Gladbach nicht gut unterwegs war und Wolfsburg viel liegen lassen hat. Ja, Sommer hat super Paraden gehabt. Ja, man glaubt man gar nicht, ne, als Schweizer Torhüter, dass das klappt. Ja, aber das funktioniert tatsächlich. Sommer hat es gezeigt. Also da waren echt gute Chancen, also Wolfsburg hätte das eigentlich gewinnen müssen, haben echt stark gespielt, also ja, sie waren echt, dass sie sich in der Saison gesteigert haben, am Anfang noch verkackt gegen Athen, was glaube ich in der Euroleague-Quali, und jetzt spielen die halt echt mega stark. Glasner hat da was entwickelt, das muss man ihm lassen, so wenig man Wolfsburg auch eventuell mag. Wolfsburg hat natürlich immer noch auf Bechhaus im Sommer bleibt, weil der ist und bleibt eine Riesenstütze für diesen Verein, da braucht man nicht drüber reden. Auch Baku, ein super Transfer, der hat sich super ins Team integriert. Eine wichtige Stütze, also die spielen guten Fußball, aber haben sich da halt jetzt nicht belohnt. Sonst noch jemand? Ganz kurz und knapp. Nö. Dann gehen wir zum letzten Unentschieden des Tages. Krass. Ihr habt ja gesagt, gestern ne Aufnahme Montagabend oder so, wo dann Fabi meinte zu Bolti, ey du Birne,
die Bayern spielen noch und ich dann auch gesagt habe, ja, ich möchte die Bayern-Niederlage gerne in der Folge haben. Fast. Knapp dran. Der Dennis hat bestimmt was dazu zu sagen. Ich glaube, irgendwie wird er wahrscheinlich sagen, Bielefeld ohne Torschuss in der ersten Halbzeit. Nee, nicht ganz. Bielefeld startet besser, viel besser ins Spiel. Gehen meiner Meinung nach gerecht 2-0 in Führung. Irgendwie, ja, man kann es jetzt so sehen, du bist Bayern-Sympathisant, aber ich glaube, die Bayern-Spieler haben mehr mit dem Platz gekämpft als gegen Bielefeld, in der ersten Halbzeit zumindest. Sorry, aber, war ja ihr eigener Rasen, genau. Ja, klar, das ist ja eigen, kann man nichts machen. Und ja, Bielefeld geht 2-0 in Führung, aber man muss eine Sache sagen, beim 2-0 sah irgendwie Bayern aus wie eine Drittligamannschaft. Was ist das für eine Raumverteidigung? Lukas Hernandez hat gar keine Lust, zum Mann zu gehen. Nee, der ist egal, millionenschwer, der darf ja, das. Der darf das. Und ja, dann geht man 2-0 in Führung. In der Halbzeit, es schneit nicht mehr. Da laufen irgendwie 20 Leute rum, machen Rasen wieder einigermaßen spielbar. Und ja, Bayern versucht, das Spiel zu dominieren. Bielefeld meiner Meinung nach kontert trotzdem relativ gut, aber dann kassiert man halt direkt ein Tor von Lewandowski, den auch nur Lewandowski in dieser Liga genauso reinmachen kann. Ich traue das keiner anderen. Ja, es war wirklich, also das war eine Bewegung, Annahme, gucken, schießen, das ist ein typisches Lewandowski-Tor. Ja, mit der Brust, also Annahme mit der Brust in den Lauf gelegt und dann Volley genommen ins lange Eck. Ja, das ist Lewandowski-Klasse. Genau, das ist halt Weltklasse, wenn du so einen Neuner hast. Und ich rede jetzt mal in FIFA-Sprache, irgendwie ein Anstoß-Bug, sagen wir in der FIFA-Spieler. Also, dass man nach dem Anstoß direkt ein Tor kassiert. Irgendwie ist es 3-1 auch so gefallen. Sehr stark gespielt von Arminia. Und man hat halt auch einen Spielplan gesehen. Und nach dem 3-1, ja, kommt Kimmich noch rein. Und ja, die Bayern drehen das auf ein 3-3. Davis, offensiv ein guter Spieler, aber defensiv sah es nicht so gut aus, weil vor dem 3-1 hebt das Abseits auf. Und ja, wenn nicht irgendwie ein Bielefeld-Spieler irgendwie 3,8 cm gefühlt im Abseits steht, macht Arminia das 4-3. Für den Kampf hätte ich das ihnen gegönnt, aber Bayern presst jetzt nicht die allerkrassesten Torchancen. Und ja, für mich geht das 3-3 voll in Ordnung und ja, man nimmt mal einen Punkt mit. Ohne Thomas Müller sieht man auch in der Offensive, keine Ahnung, fehlt auch auf jeden Fall irgendwas bei den Bayern, auch wenn man drei Tore geschossen hat. Das ist einfach klar. Ja, ist so. Ich würde gerne über die Szene, die du kurz angesprochen hast, reden, wo, glaube ich, Klos das 4-3 macht. Mhm. Jetzt geht's ab. Da gab es auch wieder viele Diskussionen drüber, weil Süle eindeutig als letzter am Ball war. Und, war am Ball? Yep, war zu sehen. Sieht man auch in den Bildern, die ich gerade hier sehe. Ich hab das nur ein, zwei Mal gesehen und da habe ich nicht darüber nachgedacht. Wenn Süle der letzte Mann war, dann war das ein Tor. Nee, also ich weiß nicht, woher der Ball jetzt genau kam, aber der Bielefelder Cordoba streift mit dem Kopf, köpft halt ein bisschen Süle an und von dort springt halt der Ball zu Klos, glaube ich, und er macht halt dann das Tor. Legt den schon mal quer? Ja, oder so. Wie dem auch sei. Zumindest gab es da Szenen im DFB-Pokal, erinnere mich. Da haben sich die Paderborner extrem drüber aufgeregt, dass es da Tor gegeben wurde. Einen Tag später haben die Kölner aus einer ähnlichen Situation kein Tor bekommen. Oder aus einer vergleichbaren Situation. Und ich war mal so frei und habe so mal ein bisschen im Regelwerk rumgeguckt. Und es gibt eine Regel, die nennt sich Deliberated Play, das heißt, es muss ein absichtliches Play vorliegen. Die Frage, die ich mich dann gestellt habe, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe, ist, ab wann liegt so ein absichtliches Spiel vor? Liegt ein absichtliches Spiel vor, wenn ich in dem Fall mit als Süle in einen Luftzweikampf gehe, in den Kopfball reingehe und eigentlich den Ball spielen möchte, muss ich sagen, da liegt ein absoluter Wille vor, den Ball zu spielen. Anders natürlich, wenn Spieler XY aus 20 Metern oder aus dem Getümmel schießt und der Ball wird abgefälscht und springt dann zum Spieler, der dann im Abseits steht, dann liegt keine Absicht vor. Aber auch wenn für mich dann einer beim Fernschuss in den Ball reinläuft, um ihn abzufälschen oder um ihn abzuwehren, ist das dann in dem Fall ein absichtliches Spiel und dann ist das ist es halt mit kein Abseits zu werten. Und in dem Fall, Süle will den Ball spielen.
in dem Fall geht er für mich dann bewusst zum Ball, will den Ball spielen und dann ist es aus meiner Sicht halt, so dumm es klingen mag, durch die Regelung halt kein Abseits. Mhm. Stimme ich dir vor? Ich finde die Regel total Banane. Ich kann auch die Bielefelder die Paderborner, jedes Mal die scheiß Ostwestfalen-Teams. kann ich da voll verstehen, dass sie im DFB-Pokal steil gegangen sind. Das sehe ich ganz genauso. Und dann halt wirklich anderthalb Wochen später so ein Mist zu verbaseln. Ja, das geht mir nicht in die Birne rein. Für mich, wenn ich zum Kopfball gehe, gehe ich bewusst und aktiv und wie auch immer man es nennen will, zum Kopfball. Wenn ich ihn berühre, liegt genau der gleiche Regelansatz wie im DFB-Pokal, wie sie sich das zurecht geblabbert haben. Dortmund gegen Paderborn. Paderborn liegt genau die gleiche Situation vor und sorry, dann ist das Tor ein reguläres Tor. Fertig, genau. Aus. Die Regel hat sich jetzt nicht seit anderthalb Wochen oder seit zwei Wochen geändert. Nee, aber die Regel ist tatsächlich relativ neu. Die gibt es, glaube ich, erst seit drei oder vier Jahren. Ja, okay. Ich weiß, als die Regel eingeführt wurde, dass Kloppo auch damals noch gesagt hat, irgendwie, was ist das für ein Scheiß? Yep. Er hätte das damals schon mal erwähnt, irgendwie. Da ist mir das nicht aufgefallen. Nee. Ja, witzig. Aber die Regel ist halt kompletter Quatsch, weil jeder Schiedsrichter legt das auch anders aus. Es gibt kein festes Maß, wann, wie, was du zu wie und wie zu werden hast. Kompletter Quatsch, die Regel. Ja, meiner Meinung nach. Ist dann wieder für ein paar Vereine so ausgelegt, für andere so. Ja, ist so eine, wie heißt es, Kaffee King? Nein, wie hieß das Kaffee in Berlin? Wo damals... Doch, das war auch Kaffee King, ja, wo sie Wetten gemacht haben. Dann nennen wir sie mal Kaffee King-Regelung. Wie du gerade die Quote brauchst. Ja, Quote am Freitag. Bielefeld gegen Wolfsburg. Ja, die Bayern, muss man ja auch sagen, die sind ja von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen momentan. Der Flick hat so viel. Der Flick, der Wummenige und alle da, alles, was irgendwie mit Corona zu tun hat und die sogenannten Experten, sagt der sogenannte Welttrainer. Ja. Schon peinlich, was die da in der Öffentlichkeit darbieten. Irgendwann muss es ja abwerben von der Vereinsführung, oder nicht? Also und dann fliegen sie ihren Corona-Müller da aus Katar zurück, den sollen sie zwei Wochen da im Hotel. Corona-Müller. Ja, ja. Ich glaube, ich habe von Leonardo Bittencourt habe ich gelesen, irgendeiner war es, der gesagt hätte, irgendwie Fußballer verdienen keine Sonderbehandlung, es gibt Wichtigeres und wir sind privilegiert, den Sport irgendwie auszuüben, irgendwie sowas. Und er versteht gar nicht, warum Fußballer da irgendwie bevorzugt behandelt werden müssten, sollten. Ja, das war ja zum Thema Impfen, was in den Raum gesprochen hat, wo er gemeint hat, ja, es wäre ja schon eine Vorbildfunktion und es wäre ein gutes Zeichen, wenn man doch jetzt die Spieler vom FC Bayern jetzt als erstes impfen würde, weil dann würden ja viele Leute sagen, oh, das ist ja gar nicht so schlimm zu impfen und dann... Finde ich auch gut. Am besten, ich gebe euch den Impfstoff. Kein Ding. Kriegt ihr von mir geliefert. Nur die Bayern einmal durchimpfen. Genau. Alle Mann. Ja, wobei ich beim Müller noch ehrlich gesagt glaube, Corona ist das wenig Schlimmste in seinem... Egal! Ich habe da irgendwann mal in der letzten Folge schon mal Böses gesagt. Gab keine... eine Verbesserung für den Genpool, wenn er da... Möglich. Apropos Genpool und Ostwestfalen. Bielefeld gegen Wolfsburg. Wobei es beides Genpool, ne? Das eine ist in Niedersachsen, da ist glaube ich auch nicht so, oder? Bolki, du hast doch da aus erster Hand. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Ja, klar. Ich meine, Kühe haben andere Gene. Bielefeld gegen Wolfsburg. Achso, ich fange an. Ich glaube, Wolfsburg ist zwar gut drauf. Könnte mir so ein 0-2 oder ein 1-2 vorstellen. Ich sag mal irgendwas davon. Weiß ja nicht, was ich tippe. Ich muss ja langsam aber sicher mal anfangen, hier, zu faken, ne? Also hier was anderes sagen, als ich dann tippe. Ihr habt so manchmal das Gefühl, vielleicht leide ich auch unter Verfolgungswahn, wenn ich mir die letzte Tippspielrunde angucke, tippen auf einmal alle so schlecht wie ich und ich denke mir so, wer muss in den Folgen mal was anderes sagen? Okay, an dem Spieltag vielleicht jetzt nicht, aber Bielefeld gegen Wolfsburg, habe ich gesagt, Beuti? Ich sag 1-1. Okay, Fabi? 0-2. Hier, Jepp? Ich nehme mal die Überraschung mit einem 2-1 für Bielefeld. Und Dennis? 0-1. Geil. Gladbach gegen Mainz, Dennis. 2-1. Jepp? 1-2. 1-2, okay. Fabi? Sag ich auch, 1-2. Oh, Bolki?
3-1. Ja, irgendwie machen gerade die anderen den Kasper und nicht Bolti. Ich bin sehr überrascht mit der Aussage in den Kommentaren, ich tippe nie Unfug oder Wild oder irgendwie sowas. Und dann guckst du ins Tippspiel rein und siehst Bolti, der irgendwie da unten rumkraucht und denkst so, okay, dann nicht. Aber jetzt gerade gibt er sich echt Mühe. Achso, ich muss auch tippen. Gladbach gegen Mainz. Das könnte unentschieden werden. Aber ich sag jetzt mal an der Stelle erstmal, um jeden zu verwirren, 5-5. Ich muss aufpassen. Es geht um alles. Freiburg gegen Union, sagt der Gotti, ist ein Freiburg-Sieg. Knapper. Ein Tor Unterschied. Bolti. 1-0 für Freiburg. Ja, das ist ungefähr. Fabi. 1-1. Okay. Jabbi. Ja, ich stimme Fabi mal zu. 1-1. Sowas gibt es hier. Denis. 1-0. Ja. Ja, ich bin auch mal. Frankfurt gegen Bayern. Denitz. 2-0. Cool. Jab. Ich sag 3-2. Easy. Fabi. 1-3. Und Balti. Ich sag 2-3. Und ich hab keine Ahnung. Ja, dann hau doch mal so ein 5-5 raus oder so. Ich sag mal 5-5. Nein. Das könnte Richtung Unentschieden gehen. Ich sag mal 5-5. Köln-Stuttgart, sag ich euch, wie es ist. Köln gewinnt das Ding. Maximal unentschieden. Aber ich tippe auf ein 1-0. Bolti. Ich sage 2-1 für Stuttgart. Fabi. 0-2. Jepp. 2-2. Denitz. 0-2. Gelsenkirchen gegen Dortmund, Denitz. 0-3. Jepp. Irgendwie tut es mir leid für den BVB, aber Schalke wird das 2-1 gewinnen. Ja, Fabi. 3-2, es wird ein ganz wildes Spiel. Ohne Abwehr. 3-2, okay. Bolti? Wenn es nicht Gelsenkirchen wäre, dann würde ich hier auf den Heimsieg tippen. So tippe ich 2-1 Dortmund. Ich sag mal 5-5. Du darfst das nur 6-mal tippen, weißt du, ne? Ja, wer ist doch dreimal. Ich weiß es nicht, es ist ganz schwer. Ich sehe das genauso. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als Dortmund nicht ganz in so einer Situation war, aber in einer blöden Situation war genau das Derby. Oh, gut, das war auch noch sehr weit am Ende. Ich glaube, vorletzte Spieltag oder so. Oder 32. Spieltag, wo... Redest du jetzt von Smolarek, oder was? Smolarek, Metzelda, der einen Superspieler geleistet hat. Da war das nämlich, das Derby, tatsächlich die Befreiung aus der Krise. Jetzt ist noch ein bisschen... sind noch ein paar Spieltage. Das wäre dann ein ähnlicher Schlag. Ne? Ich denke, wenn du das Derby gewinnst, könnte das tatsächlich nochmal für Aufwind... Ja, selbst der Sieg wäre wie die Band auf der Titanic. Die sorgt mit ab. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich tippe auf ein 2-2 erstmal an der Stelle. Augsburg gegen Leverkusen tippe ich auf ein 0-1. Bolti. Tippen, müdes 0-0. Fabi. 0-2. Jepp. Bin auch beim Unentschieden, aber es fallen Tore 1-1. Ich dachte jetzt, ich bin auch beim Unentschieden, ich sag mal 0-1. Denis. 1-2. Berlin, also Hertha gegen Leipzig. Denis. Oha. 1-1. 1-1. Jepp. 2-2. Oh, Fabi. 1-1. Bolti. Big City Club liefert 2-1 Hertha. Treueste Supporter. Ich sag mal 4-4. Mutig. Nee, Leipzig gewinnt mit einem Torunterschied. Wir machen mal ein 1-2, hau ich mal raus. Hoffmann gegen Bremen. Abschließend sage ich da mal 2-0 Hoffenheim. Bolti. Bin ich bei dir, 2-0 Hoffenheim. Fabi. 1-0. Jepp. 1-1. Dennis. Auch 2-0 Hoffenheim. Geil. Ja, dann sind wir durch. Ein bisschen Champions League ist für euch heute Abend. Für uns heute Abend, genau. Ja, für euch schon seit einer halben Stunde. Für euch immer auch heute Abend. Der zweite Teil. Ja. Da kriegt Dortmund dann gegen Sevilla so richtig den Arsch versohlt. Schaltet ein, guckt's euch an, wird lustig. Bis nächste Woche. Habe ich alles gesagt? Ja, Strawpoll habe ich gemacht. Hier, wie ist denn eure Meinung dazu? So, das habe ich dann auch untergebracht. Wir sollten Bo Svensson nochmal erwähnen. Bo Svensson sollte nochmal... Was haltet ihr davon? Bo Svensson ist das... Ich möchte eine Umfrage über Bo Svensson haben. So. Oha! Niklas, los! Ob der Niklas das macht? Wir werden sehen. Schaut mal rein, dann seht ihr die Umfrage und die werden wir dann nächsten Talk dann wieder besprechen. Das Ergebnis dieser Umfrage.
In dem Sinne, macht's gut und ja, gut Tau-Wetter. Wieder schauen und reinhauen. Tschüss. Ciao, ciao. Was? Wieder schauen und reinhauen? Ja. Tschüss. Tschüss mit Öl. Tschüss.